Hi, da sind wir wieder mit HTML und diesmal zeige ich euch, was ihr mit diesem Headtag da anfangen könnt. Der gammelt da bis jetzt nur in der Gegend rum und bringt uns rein gar nichts. Und ich kann euch zeigen, wie man jetzt die Üs darstellen kann. Das kann man nämlich ganz einfach machen. Ich packe jetzt hier mal ein Ü hin. Das müssten wir eigentlich jetzt noch nicht da. Verdammt, man kann schon darstellen. Okay, dann habe ich schon gemacht. Habe ich. Also man kann hier den Zeichensatz nicht so stehen lassen, wie er am Anfang war. Entweder man stellt ihn hier drauf, einfach auf das oberste, dann kommt, das ist der Standard, dieses Äober, was auch immer, das ist das ganz normale Englische, oder man stellt ihn auf UTF-8, dann müsste man, ich weiß nicht, wie es mit französischen Sachen ist, aber die Deutschen gehen. Also Ä, Ö, Ü, scharfes müsste eigentlich auch gehen, Üsperschrift, klar, muss sein, ja, geht. Also ihr stellt dann einfach hier auf Codierung auf UTF-8 und nicht auf ANSI. Gucken wir mal gerade mal. Französisch. Müsste eigentlich darstellen können. Ja, klar. Genau. Okay. So, das dazu. Jetzt zu dem Headtag. Was bringt mir dieser Headtag? Noch gar nichts, aber momentan heißt meine Webseite ja auch noch myfirsthtml.html. Das will ich ja nicht unbedingt. So, jetzt packe ich da ein paar Tags rein. Die Tags kennt ihr ja mittlerweile. Title und Backslash Title. Also das ist ja ein Tag, das wisst ihr jetzt. Mein Webseitenname. Seitenname. Bleiben wir jetzt mal schön im Deutschen. So, jetzt speichern wir das Ganze. Also ihr müsst immer speichern und dann neu laden, sonst wird es ja nichts hier. Und seht da, meine Website heißt anders, aber es hat sich nicht am Inhalt geändert. Könnt ihr einfach mal mit rumspielen. So, und jetzt noch ein paar Sachen, die ihr gar nicht direkt sehen könnt, die aber überhaupt nicht unwichtig sind, wenn ihr vor allem eine bedeutende Domain bauen wollt. Meta-Tags. Da fangen wir jetzt mal mit an. Also Meta ist immer der Anfang von diesem Tag und das ist auch ein Spezialtag. Der braucht weder ein Endtag noch wie dieses Break hier so ein Slash am Schluss. Der muss einfach nur Meta heißen und dann zugehen. Also so. Also das Leerzeichen kann man auch wegmachen, aber da eh noch was hinten dran kommt. So, ich hoffe, ihr habt das letzte Mal aufgepasst mit den Attributen. Ist ja eigentlich nicht so schwer. Da unten haben wir ein Beispiel, der Link. Meta-Tags haben mehrere Attribute, nämlich zuerst mal einen Name, also der Meta-Tag-Name, Description. Das ist dann die Beschreibung von, also die Beschreibung, die wir selbst unserer Webseite geben, Content. Und da kommt dann die Beschreibung rein. Eine erste HTML-Seite oder so ein Spaß. Da kommt dann halt das rein, was ihr machen wollt. Das ist eigentlich nur, ich meine, es ist die Beschreibung, die bei Google dann auftaucht, aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Auf jeden Fall ist es nützlich, wenn man es reinhaut. Außerdem brauchst du nicht lange. Also die sind eigentlich immer gleich aufgebaut. Hier, erstmal Name und dann Content. Deswegen kopiere ich das jetzt gerade mal, dass ich das nicht 100 mal schreiben muss. So. So, Name, Description hatten wir schon. Jetzt hier, Keywords. Das ist dann, wie gut Google eure Seite findet. Also sowas wie Tags oder so. Tag ist vielleicht in dem Zusammenhang schlecht. Keywords halt. Also irgendwelche Stichwörter, die dazu passen. HTML. Lernen. Die werden durch Kommas getrennt und ihr könnt da so viele reinpacken, wie ihr wollt, und je passender ihr die wählt, was mir gerade schwer fällt, desto besser wird eure Seite gefunden. Ja, das ist mir jetzt eigentlich, bevor ich da ewig rumüberleg. Ja, und dann noch Author, also der Autor, der die Webseite geschrieben hat. Da kommt dann einfach euer Name rein. Ich, in dem Fall. So.
Und jetzt habe ich hier noch einen anderen Meta-Tag gefunden, aber den brauchen wir eigentlich schon gar nicht mehr. Ist nur, falls ihr es von selber machen wollt. Wie gesagt, diese Codierung, die habe ich gerade nicht ohne Grund gefunden. Ja. Da schreibt man dann, anstatt dass man hier oben einfach auf UTF-8 geht, schreibt man im normalen Leben das Ganze einfach hin, als Meta-Tag. Dass die Website auch weiß, wie sie es interpretieren muss. UTF-8, das ist das, was ihr eigentlich immer wollt. Ich nehme an, ihr wollt schon EÜ benutzen können, ohne dass mit euch gleich rumgesprungen wird wie sonst was. Ja, so viel zu den Meta-Tags. Also es gibt da einen Haufen Meta-Tags. Einfach mal googeln, welche ihr da braucht oder welche ihr wollt. Vor allem müsst ihr aber nicht. Die Keywords wollte ich euch, also die, wo ich da gemacht habe, die würde ich euch schon empfehlen. Die anderen sind eher freiwillig. Ja. Man kann dann auch noch so. Ach, vergessen wir das. Die anderen sind eigentlich total unnötig. Also die braucht ihr dann eigentlich nicht. Ihr könnt auch mal selbst schauen, wie ihr das machen wollt. Also, wir sind ja gerade auf YouTube. Dann gehen wir mal auf YouTube. Ja. Ich habe ja noch kein YouTube geguckt, fällt mir so auf. So, und jetzt habt ihr hier, wenn ihr Rechtsklick drauf macht, steht da irgendwo Seitenquelltext anzeigen. Und dann seht ihr eine wunderschöne Seite, die furchtbar aufgebaut ist. Oh mein Gott, ich habe mir YouTube noch nie angeguckt. Gut, aber was ihr sehen könnt, hier, der Doctype ist da, der HTML-Tag ist da, lang ist die Language, das ist jetzt nicht so wichtig, der Head-Tag ist da, aber innerhalb des Head-Tags steht ein Script. Das braucht ihr jetzt noch nicht zu können. Das braucht ihr auch alles noch nicht zu können. Nur mal so, das, ja, hier geht's noch weiter. Hier seht ihr wieder HTML-Tags. Also, hier ist eine Überschrift. Hier ist das Ende von der Überschrift. Span kann ich euch gleich noch zeigen, was das ist. Ja. Da könnt ihr euch einfach mal durchlesen, wenn ihr dazu Lust habt. Ihr seht, das ist ein Riesentext. Wow. Und viele Scripts sind dabei. Macht aber nichts. Ja. In dem Fall zeige ich euch noch einen Span. Oder Span, oder wie man es auch immer ausspricht. Der tut eigentlich überhaupt nichts, außer ein bisschen Text zu markieren. Backslash span. So, der bringt euch nämlich momentan. Genau. Ups, wo sind wir denn? Das, nämlich nichts. Aber später ist der relativ wichtig. Man kann damit einzelne Objekte markieren, indem man sie innerhalb dieses Span-Tags schreibt. Und dann kann man den Tag an sich formatieren. Das ist eigentlich ganz nett. Ja. Aber momentan bringt es euch noch nicht so viel. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch ja mal nicht unbedingt sowas Kompliziertes wie YouTube oder Google oder sowas angucken, sondern vielleicht eine einfachere Seite im Blog. Ist normalerweise relativ leicht geschrieben. Also wenn ihr da so was findet, dann könnt ihr das mal rechtsklicken, Seitenquelltext anzeigen. Und ihr seht sogar hier, das ist von uns. Das haben wir selber geschrieben. Wow. Der Doctype, einfach praktisch das, was wir geschrieben haben. Genau. Ja, das war's auch dieses Mal schon. War ein relativ kurzes Video, glaube ich. Aber egal. Ja, ich wünsche euch was. Bis dann.